If everything goes according to plan, we'll soon see the largest explosion ever set off on the face of the Earth. Physikinstitut und dann haben die alle gefeiert. Und ich sage, was feiert ihr jetzt? Und das war dann der gelungene Versuch, eine Wasserstoffbombe zu zünden. Ich habe gesagt, Dr. Teller, warum bauen Sie überhaupt Bomben? Und dann sagte er mir, wenn der Beste gleichzeitig der Militärstärkste ist und auch so stark ist militärisch, dass er doppelt so stark ist wie der Rest der Welt, dann haben wir alle Voraussetzungen, um einen Weltfrieden auf der Erde zu haben. Und ich war sprachlos. Ich dachte, der macht einen Witz, ja? To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism, it is a recognition of history. The capacity of human beings to think up new ways to kill one another proved inexhaustible, as did our capacity to exempt from mercy those who look different or pray to a different god. The concept of a just war emerged. If it is waged as a last resort or in self-defense, if the force used is proportional, and if, whenever possible, civilians are spared from violence. Nehmen wir den 11. September 2001. Es war juristisch nichts anderes als eine Straftat. Aber dann fielen Anfang Oktober 2001 schon die Bomben auf ganz Afghanistan. Und niemand in den europäischen Ländern empörte sich und fragte, welche geschichtliche Entwicklung steckt eigentlich hinter diesem Terroranschlag auf die Twin Towers? America led the world in constructing an architecture to keep the peace. Mechanisms to govern the waging of war, treaties to protect human rights, prevent genocide, restrict the most dangerous weapons. Die Vereinigten Staaten von Amerika marschieren in sogenannte Schurkenstaaten ein, indem sie behaupten, diese Staaten hätten Massenvernichtungswaffen. Ist ein solches Land aber nicht selber ein Schurkenstaat, wenn es einen Angriffskrieg mit Uranwaffen führt, die sich nun immer mehr auch als Massenvernichtungswaffe herausstellt, weil sie noch viele Jahre nach ihrer Anwendung die Menschen, die dort leben, sterbenskrank macht und die Umwelt kontaminiert. Die US-Armee hat heute schon mehr als 100.000 Soldaten mit posttraumatischem Stresssyndrom. Wie heilen wir Menschen, die nicht durch das, was man ihnen zugefügt hat, sondern durch das, was sie anderen zufügen mussten, traumatisiert wurden? Politik, richtigerweise, darf nur eins sein: Verwirklichung des Rechts. Recht kann man nur stützen auf die Freiheit der Menschen. Freiheit sein heißt, wie die Deklaration 1789 das klar, genial gesagt hat, jeder darf tun lassen, was er will, wenn er einem anderen nicht schadet. Das Grundgesetz sagt, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verletzt. Das Handeln ist immer zwingend sittlich verpflichtet. Sittlich verpflichtet heißt nichts anderes als dem Sittengesetz verpflichtet. Das Sittengesetz ist nichts anderes als der kategorische Imperativ. Libyen kündigt sozusagen die zweite Phase des arabischen Frühlings an, nämlich die offene Einmischung des Imperialismus. Man hat gemerkt, mit den sanften Methoden wie in Ägypten kann man die Dinge zwar beeinflussen, aber der Ausgang bleibt ungewiss. Gestartet war dieser ganze Bombenkrieg ja als militärische Folge der UNO-Sicherheitsratsresolution 1973. Hier haben die Beamten im Bundesnachrichtendienst und Außenministerium und anderswo klar gesagt, Libyen ist ein ungesundes Abenteuer. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sich Deutschland nicht an einem militärischen Einsatz, an einem Krieg in Libyen beteiligen wird. Aber es widersprach der kurzfristigen Gierposition Washingtons in Bezug auf libysches Öl und Gas. Und deswegen hat es nur 7 Tage gedauert und dann war er nicht mehr Parteichef. Das ist eine Lektion an jeden deutschen Politiker.
der Ansicht ist, er könnte irgendwas Vernunftbegabtes tun, wenn Washington sich für den Wahnsinn entschieden hat. Die Amerikaner haben durch die Ausweitung ihrer Dollarmenge ihre Währung so unglaubwürdig gemacht, dass kein vernünftiger Mensch mehr Dollars haben möchte. Aber sie können den Wert des Dollars dadurch stabilisieren, dass das weltweit wichtigste Handelsgut, nämlich das Öl, weiter in Dollar abgerechnet wird. Dieses Aussteigen aus der Dollarfaktorierung war das Todesurteil für Saddam Hussein, war das Todesurteil für Muammar al-Gaddafi und ist jetzt ein wichtiger Bestandteil des Todesurteils, das man für Ahmadinejad aufgeschrieben hat. Sie wissen, dass Israel mit einem Angriff auf Iran droht, wenn sich die Frage des Nuklearprogramms nicht anders lösen lässt. Zeigen die Zionisten Klarheit und Transparenz in ihrer Nuklearfrage? Israel gehört nicht zum Atomwaffensperrvertrag. Es hat keine vertragliche Verpflichtung, das offen zu legen. Iran hat diese Verpflichtung. Das heißt, jeder, der nicht Mitglied von NPT-Vertrag ist, ist frei zu tun, was er will? So ist das wohl. Der Iran betreibt Anlagen zur zivilen Nutzung der Atomenergie, damit diese Anlagen nicht missbraucht werden für militärische Zwecke. Haben die Kontrolleure ständigen Zutritt zu diesen Anlagen. Bei diesen Kontrollen wurde noch nie die Abzweigung von angereichertem Material entdeckt. In the project for the new American center, it was written, China will become the biggest danger for the national security of the United States. How to manage a situation where you are losing control of the world? How manage the situation where it is evident that China is becoming the biggest power? Über den Persischen Golf werden ein Großteil der chinesischen Gas- und Ölexporte bedient. Das heißt, wenn in diesem Gebiet Iran ausfällt, dann könnte man darüber auch die Chinesen kontrollieren. Das nächste Spiel, was läuft, während das Alte weiterläuft. Und das Alte heißt natürlich nach wie vor nahe Mittlerer Osten. Aber der nächste Schauplatz, der eröffnet wird, ist Afrika. Also im Sudan, in Darfur und in dem angrenzenden Gebiet zum Tschad gibt es Ölvorkommen, um die man natürlich konkurriert. Die Chinesen sind in Afrika sehr aktiv und haben sich auch Freunde gemacht, weil ihre Verträge relativ fair sind. Und damit die Amerikaner da wieder einen Fuß reinkriegen, müssen sie humanitäre Krisen ausrufen. Über 80 Millionen Zugriffe erreichte Anfang März der halbstündige Propagandafilm Kony 2012, der die Jagd des Rebellenführers Joseph Kony in Uganda fordert. Kony der Barbar wird jetzt die Kampagne gefahren. Ja. Da wird als aktuelle Leidensgeschichte werden Bilder verwendet von vor 5, 6, 7 Jahren. Ja. Und dann kommen noch Größen aus dem Showbusiness und drücken die Tränen raus. In far too many places I've been, I've seen refugees return to live among the same people that attacked them. And this is happening today with Joseph Kony in Uganda and with President Bashir in Sudan. Immediately we need humanitarian aid to be allowed into the Sudan before it becomes the worst humanitarian crisis in the world. Immediately. Es gab keinen Krieg in der Geschichte, wo der Angreifer aufgrund seiner technologischen Überlegenheit so wenig eigene Verluste befürchten musste. Die Amerikaner schießen die Leute mit Drohnen ab, die dirigiert werden aus einem Game-Studio in Virginia, bei dem aber reales Blut fließt. Also so einen Zynismus gab es noch nie. Terrormanagement heißt heute Einsatz von Terror, wo es den Machtklicken passt. Terrormanagement heißt, internationales Chaos dort einzurühren, wo wertvolle Energierohstoffe liegen. Das System, das tritt in seiner ganzen Skrupellosigkeit immer deutlicher zutage. Mit dem Euro scheitert Europa, sagt die Kanzlerin. Keine Aussage hat weniger mit der Wirklichkeit zu tun. Als ob Europas Einigung, Europas Integration von der Währung abhinge.
Meine Damen und Herren, Europas Einigung und Integration hängt von ganz anderen Dingen ab. Von kulturellem Austausch, von Ideenaustausch, auch von Handelsaustausch. Die Währung spielt da kaum eine Rolle. Welche Funktionen sollte der Euro übernehmen? Man wollte mit Hilfe einer Einheitswährung auch einen Einheitsstaat haben. Europa und die EU entwickeln sich zunehmend zu einem Gegensatz. Und der Euro ist die Abrissbirne für Europa. Der Friede in Europa nach den Verheerungen zweier Weltkriege wurde nicht durch die Einführung einer Einheitswährung gesichert, sondern durch die kontinentale Durchsetzung der Demokratie. Aber gerade die Demokratie wird jetzt gefährdet durch die Euro-Rettung, wie sie durchgesetzt wird von Brüssel, Berlin, Paris und der Wall Street. Man brauchte sich ja nur auf den Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu besinnen, denn da steht ja, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Eine klassische Formulierung des gesamten Kantianismus. Kürzer geht es nicht. Ja? Also die Menschen sind frei geboren. Das wussten natürlich auch schon die Römer, ich kann das nicht näher ausführen. Ja, was heißt denn frei geboren sein? Das heißt doch nicht, irgendwelche kläglichen Konsumrechte zu haben. Ja? Mit dem Euro ist kein optimaler Währungsraum entstanden, sondern ein dysfunktionaler. Der griechische Wechselkurs war nie identisch mit dem deutschen Wechselkurs, aber in der Währungsunion gilt ja 1:1. Allein diese Festschreibung, dass es künftig keine Abwertungen mehr im Falle von Inflation geben müsste, ein eisernes ökonomisches Gesetz, hat dazu geführt, dass sich die ganze Gruppe in einen Inflationsrausch begeben hat, zweitens in einen Konsumrausch und drittens in einen Rausch ständig steigender Löhne und Lohnstückkosten. Mit der Euro-Einführung wurden die südeuropäischen Staaten, aber noch mehr Frankreich, mit einer Sondersubvention bedacht. Und die südeuropäischen Staaten konnten ihre Inflationspolitik munter weiterführen und brauchten jetzt sogar geringere Zinsen zu bezahlen, als sie das vorher mussten. Sie konnten sich also noch hoffnungsloser verschulden, als sie vorher in der Lage waren. Das hat man in der Wall Street natürlich mit einem weinenden, aber vor allen Dingen auch einem lachenden Auge gesehen. Warum? Das primäre Interesse der Wall Street ist, dass das System der Schuldknechtschaft erhalten bleibt. Es darf also nicht zu einer Lösung des Schuldenproblems kommen, sondern das Schuldenproblem muss möglichst auf ewig und drei Tage prolongiert werden. Es ist ein geostrategisches Machtinstrument. Wer immer die Schulden eines Staates beherrscht, kann diesen Staat zu Dingen zwingen, die er eigentlich gar nicht haben möchte. Die Griechen erleben das mittlerweile am lebendigen Leib. Da werden Vorschriften gemacht von den Gläubigern, was in dem Land zu tun und zu lassen ist. Meine Damen und Herren, Demokratie ist da weg. Das gibt es nicht mehr. Mit kaum einem Begriff ist auch so viel Schindluder getrieben worden, wie mit dem Begriff der Demokratie. Natürlich war das Dritte Reich demokratisch. Es gibt im 20. Jahrhundert überhaupt nicht ein Staatswesen, das sich nicht als demokratisch bezeichnet hat. Fast alle sind aber reine Despotien oder Tyranneien. Die sind unendlich weit entfernt von der Freiheit. Und wir auch. Meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Vertrag ESM sich durchlesen, dann kommen Sie aus dem Entsetzen, nicht mal dem Staunen, aus dem Entsetzen nicht heraus. Wenn ein Land unter den Rettungsfonds fällt, und das beginnt jetzt mit Griechenland und geht mit Italien, Spanien und so weiter weiter, dann fallen all diese Länder, die Geld aus dem Fonds kriegen, als Einzahler aus. Das ist da festgeschrieben.
Und die Schlussfolgerung ist, es bleiben nur die übrig, die noch nicht gerettet werden müssen. Und der letzte Retter, raten Sie mal, wer der ist, der heißt Deutschland. Viel Macht korrumpiert auch viel. Und totale Macht korrumpiert total. Was wir mit dem ESM erleben, meine Damen und Herren, ist die totale Macht. Es hat noch niemals eine Währung gegeben, die sich einen Staat geschaffen hat. Und die Berufseuropäer haben dieses Konzept auf den Kopf gestellt. Und sie sind noch nicht einmal lernfähig, jetzt zu begreifen, dass die Stunde gekommen ist, das Experiment abzubrechen. Denn was jetzt und morgen und übermorgen geschehen wird, das ist ein Krieg, den kein General mehr gewinnen kann. Und vernünftige Generäle beenden einen Krieg, wenn sie ihn nicht mehr gewinnen können. Denn die Opfer werden sinnlos. Karl Marx hat zu Recht gesagt, es kommt jetzt nicht darauf an, die Welt zu interpretieren, sie muss verändert werden. Demokratie ist eine Aufgabe. Und die Aufgabe haben wir. Wenn wir sie nicht wahrnehmen, nehmen sie andere für uns wahr und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es nicht nach unserem Willen geschieht. Wir müssen schon laut schreien, wenn wir was wollen. Denn wenn wir nichts sagen, dann macht die Politik oder auch die übrigen Interessen mit uns, was sie wollen. Am Morgen des 11. September dringen 19 Flugzeugentführer mit Teppichmessern unter Leitung von Osama bin Laden und völlig unbehelligt von der Luftabwehr in den sichersten Luftraum der Welt ein. Mit zwei entführten Flugzeugen bringen sie gleich drei Gebäude zum Einsturz. Eine Stunde später rast in Washington eine Boeing 757 in einem aberwitzigen 270-Grad-Flugmanöver ins Pentagon. Und zwar genau in die Gebäudeecke, wo die Finanzabteilung gerade versucht herauszufinden, wo 2,3 Billionen Dollar aus dem Rüstungsetat abgeblieben sind. Noch am selben Tag wird der Reisepass eines der Terroristen im Schutt des World Trade Center gefunden. Conference here in the city that a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Ein weiterer Attentäter hinterlässt in einem Koffer, der als einziges Gepäckstück nicht an Bord geladen wird, eine Bedienungsanleitung zum Fliegen einer Boeing 757, seinen Reisepass, sein Testament und Informationen über alle anderen 17 Hijacker. Schon zwei Tage nach den Anschlägen präsentiert das FBI eine komplette Liste der Attentäter. Weil 15 der 19 Terroristen aus Saudi-Arabien stammen, erobert die US-Armee Afghanistan, dann den Irak. Oberschurke Bin Laden wird erst im Mai 2011, fast 10 Jahre nach den Anschlägen, von einer US-Spezialeinheit erschossen und gleich im Meer versenkt. Treffer. Versenkt. Letzte Bilder des Terroristen. Ein nicht erkennbarer alter Mann zappt sich durch die Kanäle. Das soll Bin Laden sein, sagt die US-Regierung. Wie? Sie glauben das alles nicht? Dann sind sie in guter Gesellschaft. Laut einer MNIT-Umfrage sind 89,5% der Deutschen der Meinung, dass die US-Regierung nicht die ganze Wahrheit über die Anschläge sagt. Zum 10. Jahrestag organisierte das Kompakt-Magazin eine Tagung in Leipzig. Taschenkontrollen am Eingang, denn radikale Gruppen hatten im Vorfeld angekündigt, die Veranstaltung zu stören. Der 11. September, noch immer ein heißes Eisen. Der 11. September ist die Mutter aller Lügen. Alle Kriege, die seither geführt werden, werden mit der islamofaschistischen Gefahr begründet, die am 11. September evident geworden sei. Und wenn diese Lüge fällt, dann lassen sich auch die Kriege nicht mehr legitimieren. Aus Afghanistan zum Beispiel muss sofort abgezogen werden. Der Saal ist voll. Menschen, die offizielle Version nicht glauben können und Antworten suchen. Der Autor Paul Schreier hat viele neue Fakten in seinem Buch Inside 9/11 zusammengefasst. Wichtigste Frage für ihn, warum versagte an diesem Tag die Luftabwehr?
Es gab ja die zivilen Fluglotsen, die das ganz normale Alltagsgeschäft machen, die Flugzeuge lenken. Du fliegst jetzt so hoch, die zivilen Maschinen. Und dann gibt es die militärische Luftabwehr, die auch Radarschirme haben. Und nun gibt es die Merkwürdigkeit, zum Beispiel das erste entführte Flugzeug, hatten die zivilen Lotsen die ganze Zeit über auf dem Schirm, auch nach der Entführung. Die haben immer gesehen, es ist jetzt hier, es bewegt sich auf New York zu und haben das dem Militär durchgegeben. Nur die haben gesagt, wir sehen nichts. Ein Ausschnitt aus der Doku 9/11 Intercepted, zusammengestellt von Experten der Pilotenvereinigung 9/11 Pilots for Truth. Ihre Analyse der offiziellen Radardaten und Funksprüche zeigt Hinweise darauf, dass die Entführer den Militärs immer um eine Nasenlänge voraus waren. Yeah, it's a primary target right now. Yeah, I'm looking pretty hard for any kind of primary target. We still should be able to see it. I don't see. I do have something on the TSC if that gives you an idea of which way he's heading. Yeah, well, I'm just looking at the real raw radar here, and I just don't see. Anything out there. Das heißt, ein Flugzeug war auf dem einen Radarschirm zu sehen, auf dem Militärschirm nicht. Ein riesengroßes Rätsel. Man muss fragen, ob das etwas mit den Übungen zu tun hatte, denn am Morgen der Anschläge fand ja eine große Militärübung statt, zu der auch manipulierte Radaranzeigen gehörten, was viele nicht wissen. Einige der analysierten Radardaten deuten sogar auf ein groß angelegtes Täuschungsmanöver hin, von langer Hand geplant. Operation Northwoods, ein Plan aus Zeiten des Kalten Krieges, sah vor, Passagierflugzeuge in der Luft durch Drohnen zu ersetzen und diese über Kuba explodieren zu lassen. Auch die Radardaten vom 11. September zeigen Flugzeuge, die offenbar in einer konzertierten Aktion ausgetauscht wurden. Eine moderne Operation Northwoods? Warum wollen allzu viele glauben, dass die Welt, in der wir leben, eigentlich ein Trugbild sei, das uns von düsteren Mächten vorgegaukelt werde? Woher kommt die Lust am Spekulieren über Hintergründe, die es nach der Lage der Beweise eigentlich nicht gibt? Verschwörungstheorien. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Fokustitel gelesen hat über Verschwörungstheorien. Ich habe leider das Heft vergessen. Eigentlich wollte ich das Heft hier mitnehmen und spektakulär vor Ihnen zerreißen, aber ich habe es leider nicht dabei. Ja. Oliver Janich hat die Seiten gewechselt. Früher war er selbst als Redakteur bei Focus Money angestellt. Inzwischen kritisiert er die willfährige Berichterstattung der Massenmedien. Gerade beide Seiten lässt man zu Wort kommen, aber natürlich immer nur in Ausschnitten. Und dann setzt man immer den Verschwörungstheoretiker, der in Wirklichkeit ein investigativer Journalist ist, gegen irgendeinen Experten von Regierungsgnaden. Und da wird immer erst die eine Theorie geschildert und zwar meistens werden die entscheidenden Fakten weggelassen und dann sagt der andere Experte, nee, es war so oder so. Also irgendeine Simulation hätte ergeben, es stimmt schon. Und am Ende bleibt der Eindruck zurück bei dem unbedarften Zuschauer, ja, kann so sein, kann so sein. Längst sind alle Fakten öffentlich, die Schuld von Al-Qaida bewiesen. Dennoch hält sich zäh der Glaube an eine Verschwörung. Die meisten sind gar nicht so sehr an der Wahrheit interessiert. Und welches Motiv zieht aber dann für Verschwörungstheoretiker? Und meiner Ansicht nach ist es das zum Ausdruck bringen meiner tiefen Abneigung, meines Misstrauens gegenüber CIA oder NSA oder der amerikanischen Regierung oder von mir aus auch nur gegenüber George W. Bush. Ein Journalist ist eigentlich, dem würde man auch, wenn man den fragt, glaubt ihr der Regierung? Dann sagen die grundsätzlich nein. Aber bei solchen konkreten Fällen, wo sie sich nicht vorstellen können, dass es anders war, denken die genauso wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das ist auch etwas, was ich ihnen vorwerfen muss. Also ich werfe keinem Journalisten vor, dass er nicht drüber schreibt, wenn er seine Familie schützen will. Das ist rational. Aber was ich den Journalisten jetzt vorwerfen muss, ist, dass sie über die angeblichen Verschwörungstheoretiker so herfallen. Ja? Weil es kann ja sein, dass ich eine andere Meinung über das Ganze habe. Ja? Aber sie zum Beispiel in die rechte Ecke zu stellen oder in die Spinnerecke, das ist unmoralisch. Die Varroamilbe, die nistet sich unten in den Waben unten drin ein und die lebt dann von dem Futtersaft, was eigentlich den Maden gegeben wird. Und wenn gerade kein Futtersaft da ist, was die Varroa braucht, dann beißt sie auch mal in die Made rein und beißt ihren Stücke ab.
Und dann sind das die Krüppelbienen, die dann schlüpfen, die keine Beine haben oder keine Flügel oder je nachdem, wo die Varroa-Milbe gerade reingebissen hat. Deswegen müssen wir Imker im Herbst dafür sorgen, dass es keine Varroa-Milbe im Bienenkasten gibt oder annähernd keine. Dann habe ich Anfang Oktober eine gesunde Brut, die schlüpft und mir meine Winterbrut macht. Brauchst du Futter, damit die Wege möglichst kurz sind, brauchst Pollen, damit die Immunstoffe da sind und dann kann diese Traube überleben. Ne? Hier in so einem Kasten haben wir 60.000 Bienen drin, davon fliegen 30.000 Bienen jeden Tag aus. Jede geht auf mindestens 120 Blüten bis 150 Blüten jeden Tag. Ja, kannst du mal hochrechnen, wie viele Blütenbesuche das sind und wie viel Bestäubungsleistung das ist. Dann würden wir keine Honigbienen haben, dann ist der Obstertrag entsprechend schlecht, weil einfach die Bestäubung fehlt. Deswegen sehe ich den Hauptwert eines Bienenvolkes schon in der Bestäubertätigkeit und nicht in der Honigproduktion oder in der Wachsproduktion. Ich denke, die Mehrzahl der Verbraucher weiß das gar nicht, weil die Mehrzahl der Verbraucher sich mit Umweltfragen nicht auseinandersetzt, sondern halt sich vorstellt, ich kaufe das im Supermarkt. 80% aller Nutzpflanzen werden von den Bienen bestäubt. Das heißt, wenn die Bienen massiv zurückgehen, ist das ein viel größerer Schaden für die gesamte Landwirtschaft als der Verzicht auf entsprechenden Einsatz bienengefährlicher Pestizide. Es ist immer so, wenn sich eine Katastrophe auftut, dass diejenigen, die auf diese Katastrophe hinweisen, zunächst einmal nicht ernst genommen werden. Es war ja beängstigend. In der Natur war absolute Totenstille. Es flog keine Hummel mehr, es flog keine Wespe mehr, es flog keine Wildbiene mehr, es flog kein Schmetterling mehr. Nirgendwo. Es war alles tot. Man schiebt das also seit 2003 immer auf die Varroa. Aber selbst wenn wir beweisen können, dass es also nicht die Varroa ist, dann erklärt man uns, es könnten Viren sein. Und wenn wir beweisen können, es sind keine Viren, dann können es andere unerklärliche Sachen sein. Es geht die Tendenz dazu, dass man weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen will, von der Menge her. Und deshalb ist man zum ersten Mal bei vielen Kulturen zum Beizen des Saatguts gekommen. Und dafür braucht man systemische Pflanzenschutzmittel, das heißt, dass die Pflanze das Mittel aufnimmt, in der ganzen Pflanze verteilt und das Gift dann auch im Pollen und im Nektar ankommt. Die Firma Bayer hat sich ja bereitgestellt, aus der Portokasse 2 Millionen locker zu machen, um dann eine kleine, ich würde sagen, Schweigegeld oder Beruhigungsgeld zu zahlen. Das Unternehmen stellt den betroffenen Imkern 2 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung. Allerdings unter der Bedingung, dass die Imker zukünftig auf Schadensersatzforderungen verzichten. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Sie erregt, wenn plötzlich Bienenvölker sterben. Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Bienensterbens das Ruhen der Anordnung angeordnet. Unsere Erkenntnisse gehen dahin, dass die Konzentration, die anschließend oder nach dem Auswachsen der Pflanze im Pollen und im Nektar auftreten können, eine solche Schädigung nicht hervorrufen kann. Wenn Sie die Bienen anschauen, die da liegen, die zittern, die zappeln noch, die leben noch, die ist nicht tot. Die Biene, die bewegt so lange ihre Füße, bis dieses Nervengift aus ihr raus ist. Das heißt, wenn die Biene richtig tot ist, ist von dem Nervengift fast nichts mehr in ihr drin. Ja? Bienen und die Arbeit des Imkers ist das Zeichen, dass draußen was in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Wenn die Imker sagen, wir haben Probleme mit unserer Biene, dann müsste eigentlich die Naturschutzverbände, Greenpeace und alle, die müssen sofort aufstehen und sagen, was ist denn los? Die Chemieindustrie ist nicht interessiert, in ihre Richtung zu suchen, sondern eher in die Richtung von irgendwelchen Krankheiten. Oder wenn sie ja nicht mehr weiterhelfen können, dann sagen sie, ja, der Imker ist zu alt, der kann alles nichts mehr. Ich sage es mal so deutlich, Seehofer ist zurückgepfiffen worden durch den Vorstandsvorsitzenden der BASF über die Kanzlerin. Also ein ähnlicher Vorgang wie im Bereich der Gentechnik, ne, wo wir auch wissen, wir hätten in Deutschland nicht die Debatte über die Ausbringung genmanipulierter Pflanzen, wenn wir nicht gleichzeitig einen der großen Produzenten genmanipulierter Pflanzen in Deutschland hätten. Und es ist Zeit, dass wir aufstehen, dass hier umgedacht wird
Und es ist auch Zeit, dass wir konkrete Lösungsvorschläge, wie man aus diesem Dilemma wieder herauskommt, durchsetzen. Also, dass wir jetzt überhaupt alle aufgeschreckt wurden zum wiederholten Male, dass es ein Problem gibt mit Pestiziden, liegt nur daran, dass wir halt Imker haben, die erwerbsmäßig Honig machen und die ihre Bienen gut beobachten und die halt tote Bienen vor den Bienenkästen haben liegen sehen. Wir haben aber auch das gleiche Sterben vollzieht sich im Stillen im Bereich der Wildinsekten. Und hier ist die Dunkelziffer ja ganz enorm. Wir wissen gar nicht, wie viele Bestäuber zu Tode gekommen sind. Man könnte darüber diskutieren, aber das ist nicht meine Aufgabe, ob jetzt zum Beispiel durch andere Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft, etwa durch einen häufigeren Fruchtwechsel, eine Beeinträchtigung durch Schädlinge reduziert werden kann. Das stelle ich dahinter, haben Sie den falschen Gesprächspartner. Aber derzeit müssen wir leider damit leben, dass die erheblichen Ausfälle sowohl im Mais als auch im Raps ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln heute noch nicht zu bändigen sind. Tiere seit Jahrzehnten, den Regenwald, die Natur, die Indigenen. Vor 37 Jahren war ich das erste Mal drüben und habe das erste Mal im Regenwald wunderbare Kontakte gehabt mit Indianern, sogar mit zwei isoliert lebenden Stämmen. Interessanterweise hat mir ein Schamane dann gesagt, du warst einer von uns im letzten Leben. Und offenbar bin ich herübergekommen in diesem Leben, um dann Indianer zu schützen. Und das mache ich gern. Das ist mein Lebensweg, Schutz des Regenwaldes, der Tiere und der Indianer. Sehr traurig, dass in, vor allem in Kolumbien, in Brasilien und in Paraguay Indigene vertrieben, ermordet werden, damit Konzerne Gewinne machen. In Peru hat der Präsident Alan Garcia gestattet, dass Erdölkonzerne illegal eine Straße bauen ins Amazonastiefland. Die Indianer, die Abayom, die Candoche, die Bora haben die Straße blockiert. Dann kommen zwei Hubschrauber auf Befehl der Regierung und schießen mehr wie 150 Indianer ab. Morde, grauenhaft. Das sind hochspirituelle Menschen, die jeden Tag am Morgen mit mir ein Ritual machen. Ja, Blick in die Sonne, sich bei Gott bedanken für das Dasein. Wir bitten um Schutz, um Freude, um Gesundheit. Ja, die leben voll in ihrer Kultur, die wollen nichts zu tun haben mit der Zivilisation. Die leben voll in der Natur, die sind auch fast Vegetarier, die jagen nicht, essen nur hin und wieder ein bisschen was von Fischen. Die sind so human und so sozial, da könnten wir viel von denen lernen. Es ist so traurig, dass Indianer vertrieben werden, die leben so toll in ihrer Natur und kennen tausende Heilpflanzen. Und wir sollten endlich, die Zivilisation sollte endlich die Heilpflanzen kennenlernen, gegen Krebs, gegen alle Krankheiten. Der Präsident hat gesagt, Indianer sind Menschen zweiter Klasse. Denn die hocken im Regenwald auf dem Boden und behindern den Fortschritt. Ja, sie behindern den Fortschritt. Denn der Fortschritt ist rein, Firmen rein, Erdöl fördern, Gold fördern, Eisen fördern, Kupfer fördern. Die Drogenmafia baut Kokain an, die Sojakonzerne, Soja, Ölpalmen und vor allem damit E10, Ethanol gewonnen wird, sogenannte Biosprit, wird Zuckerrohr angebaut und zehntausende Menschen in Brasilien verhungern. Grauenhaft, weil nichts anderes mehr angebaut wird in ihrer Region. Der EU-Kommissar aus Deutschland, Günther Oettinger, der sagt,
Ölpalmen sind gleichwertig wie Regenwald. Das ist ein Schwachsinn. Mit 10 Euro wettet man jetzt 20.000 Quadratmeter Regenwald. Und ich garantiere, jeder Euro, an jeder Cent an Spende landet im Projekt. Y a veces leo algunas cosas de algunas filosofías que cuentan un poco sobre esas cosas y la verdad que entiendo y me parecen, pero no puedo explicarlo bien. A mí lo único que me hace es sentirme bien. Y cuando me siento bien soy una persona más amorosa. Y cuando soy una persona más amorosa, las personas que están cerca mío empiezan a ser un poco más amorosas. A los 15, 16 años, cuando le planteé en mi casa que quería dejar de estudiar para dedicarme al tenis, que era lo que hacían otros chicos que estaban compitiendo conmigo, recuerdo que mi madre me dijo, ¡ah, qué linda idea! Y a los 3 días tenía un pasaje a Suiza, como para que me olvide. Y desde chico empecé a sentir así, como que el destino te habla, ¿no? O sea, el destino manda señales. No sabía qué era lo que querían decir las señales, ni a dónde llevaba, pero me dejé llevar. A los 4 años estaba tocando piano, creo, 4 o 5, a los 6 ya estaba dando conciertos, ¿no? Y las personas, los psicólogos que veían con mi mamá siempre decían, ah, es índigo, es índigo, es índigo. Y mi mamá decía, pues, ¿qué es índigo? No, es un artista, tiene mucho potencial, no lo detengas, no lo detengas. Yo de chiquita sabía que quería cambiar el mundo, pero no sabía cómo. Empecé a estudiar actuación, después me gustó el lado de las cámaras. Haciendo videos, enseñarles a las personas una bonita manera de ver la vida. ¡Ay, manito! ¡Qué premio! ¡Qué bárbaro! ¡Qué afortunados! Y si tú estás en la ciudad, tienes todo este concreto y fierros que está bloqueando la frecuencia. El cerebro usa 4 o 5%. El otro 96%, ¿qué está haciendo? Somos máquinas perfectas. Son 96% está trabajando en el espíritu. Y ese es el cambio de conciencia que estamos viviendo. La base de cualquier cosa está dentro de nosotros mismos y que el poder está dentro y que las respuestas están adentro. Yo mucho lo busqué por afuera y me di cuenta que descubrí que todo estaba dentro de mí. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos enfocamos en este yo estar bien. Cuando estás en contacto con un niño, puedes volver a retomar tu niño interno, como con la risa. Como cuando nos agarran esos ataques de risa maravillosos, como de repente te estás riendo como si fueras un niñito de 4 años feliz y te ríes de nada. La risa es una maravilla. La importancia de la sonrisa, realmente siempre he dicho, ante toda tormenta tu mejor sonrisa. Y realmente ahorita que estamos en esta gran tormenta hay que sonreír mucho. Es también un punto en que te mueve todo tu punto de fe. Sí, a veces en la vida nos suceden cosas que uno dice y uno piensa, a mí jamás me va a pasar algo así. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa? La vida. Wir leben heute in einer Welt ohne Entfernungen.
Naturwissenschaft und Technik haben aus Weltreisen Katzensprünge gemacht. Die Welt ist ein Dorf geworden, wie man so schön sagt. Dass es auch in der Steinzeit hochseetaugliche Segelschiffe gegeben haben könnte, davon war der norwegische Forscher und Abenteurer Thor Heyerdahl überzeugt. Einen weiteren Hinweis auf diese These finden wir an der Ostküste Nordspaniens. In den bekannten Höhlen der Provinzen Asturiens und Kantabriens kann man erstaunliche Felszeichnungen bewundern, die auf ein Mindestalter von 14.000 Jahren geschätzt werden. Und man sieht die dreidimensionale Schalenform eines Schiffes, so wie es die alten Ägypter 10.000 Jahre später in Abydos oder auch in Gizeh archäologisch bewahrt haben. Und es gibt eine Darstellung, die liegt in diesem pyramidalen Hügel von El Castillo. Diese Darstellung verdient höchste Erwähnung und Respekt, weil man dort Punktlinien sieht, die in frappierender Weise in so einer hohen Ähnlichkeit das Kanaren-Golfstromsystem wiedergeben könnten, dass man also schon vor Respekt fast den Atem anhalten muss, wie genau dort vermeintliche Felsbildkünstler vor etwa 14.000 Jahren den Atlantik mit seinen Strömungs- und Windsystemen dargestellt haben. Schon immer verbanden architektonische und kulturelle Gemeinsamkeiten die frühen Hochkulturen der verschiedenen Kontinente. Auch andere Spuren deuten auf einen interkulturellen Austausch hin. So fand man zum Beispiel in der Grabkammer des ägyptischen Pharaos Tutanchamun den eigentlich in Südamerika beheimateten Tabakkäfer. Diese winzigen Kreaturen waren über Jahrtausende mit dem Pharao eingeschlossen. Eine forensische Untersuchung an der Mumie Ramses II. Ergab weitere verblüffende Tatsachen. In den 90er Jahren habe ich in ägyptischen Mumien Nikotin und Kokain gefunden. Die Toxikologin Dr. Svetlana Balabanova konnte an mehreren ägyptischen Mumien nachweisen, dass der Konsum von Tabak und Kokapflanzen im alten Ägypten Brauch war. Doch woher hatten die Ägypter diese Pflanzen, die man ausschließlich in Südamerika vorfindet? Bekannt ist, dass sich die frühen Seefahrer unter anderem am Sternenhimmel orientierten. Die Sternenbilder könnten dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Wir nehmen heute an, dass die Einzelsterne so zusammengewählt worden waren, dass sie zu der Gestalt der zugeordneten mythologischen Figur passten. Projiziert man die uns bekannten Konstellationen auf den Mittelmeerraum, so sieht man erstaunliche Übereinstimmungen mit den Küstenlinien Europas. Handelt es sich bei den Sternenbildern möglicherweise um kartografisches Wissen der Steinzeit? Der Wassermann liegt als Sternbild genau da, wo der Golf von Mexiko ist. Direkt daneben ist die Karibik als Steinbock. Direkt daneben ist der Schütze als niederländische Antillen dargestellt. In der Mitte der Opiochus als Atlantik. Also die Aufeinanderfolge der Sternbilder stimmt, die Eigenform der Sternbilder stimmt, die Ausladung der Sternbilder stimmt. Und bei vielen sind es sogar die Gewässernamen und sogar Ortsnamen, die präzise stimmen. Liefern neue Kenntnisse über den möglichen Ursprung der Sternbilder weitere Hinweise auf die Herkunft des kartografischen Wissens aus der Antike? Woher hatten Martin Waldseemüller und Matthias Ringmann ihr Wissen über den Doppelkontinent der Neuen Welt, welchen sie Amerika nannten? Auf welche antiken Quellen bezog sich der türkische Admiral Piri Reis, als er die Ostküste Südamerikas kartografierte? Wie konnte Orontheus Phineus die Form des antarktischen Kontinents abbilden, bevor dieser erst 300 Jahre später offiziell entdeckt wurde? Und wer war der unbekannte Globenhersteller aus Gotha, der uns mit der Darstellung eines altägyptischen Segelschiffs einen Hinweis auf Jahrtausende altes Wissen gibt? Dominik Görlitz beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Experimentalarchäologie. In diesem Film präsentiert er neueste Erkenntnisse darüber, dass bereits die Zivilisationen des Altertums über weitaus mehr Wissen über die Gestalt der Erde und ihrer Ozeane verfügten, als es in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben steht. Wenn die antiken Hochkulturen Wissen über die Länder jenseits der Straße von Gibraltar gehabt haben, warum haben sie diese Kenntnis verloren? Was bringt Kulturen relativ schnell zur Blüte? Was führt
zu den unzählig vielen kulturellen Abstürzen in unserer Vergangenheit. Und das ist genau der Punkt, wo Abora ansetzt. Wir können und müssen aus den historischen Prozessen Erfahrungen auch für unsere heutige Zeit ableiten. Wer keine Geschichte hat, ist dazu verdammt, seine eigene Geschichte immer wieder und wieder zu wiederholen. Und die Kulturgeschichte unserer heutigen Zivilisation zeigt, ja, dass es eigentlich eine Geschichte von unzähligen Abstürzen ist. Und es war eben nicht Klimawandel, es waren keine Technologieeinflüsse oder der Mangel an Rohstoffen, der zu den unzähligen Kulturabstürzen geführt hat, sondern es war menschliches Fehlverhalten. Wir müssen lernen, unser Leben auf der Erde nachhaltiger zu gestalten. Wir zerstören unsere Umwelt, verbrauchen viel zu viele nicht erneuerbare Energieressourcen. Was wir also brauchen, ist ein fundamentaler Wandel in der Art, wie wir auf unserem Planeten leben. Unsere fossilen, verbrennbaren Energieträger, die gehen aus. Öl und Gas ist irgendwann zu Ende. Raumenergie strömt aus dem Universum in solch unvorstellbarer Menge auf uns ein. Das können wir nicht erschöpfen. Obwohl die Raumenergie die Versorgungsprobleme der Menschheit für immer lösen könnte, wird sie von der Industrie kaum beachtet. Denn sie berührt zahlreiche Dogmen des alten Weltbildes, etwa die Einsteinsche Relativitätstheorie. Ihre Einführung als saubere und nachhaltige Energiequelle kann darum wohl kaum ohne eine Revolution vonstatten gehen. Ob die Menschheit wirklich so schlau ist, weiß ich nicht. Ich sehe nur, dass die Zerstörung der Umwelt so rapide vor sich geht, dass die Menschheit reif sein wird müssen, wenn sie denn überleben will. Wird es der Menschheit gelingen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen? Rund um den Erdball sind in Tempelbauten und in Pyramiden Planungsgrundsätze verwendet worden, die irgendwo ein bestimmtes altes Geheimwissen enthalten. Und man sollte sich auch darauf einmal konzentrieren, da genauer hineinzuschauen. Die Ostwand und die Westwand haben je 18 Steine. 18 plus 18 ist bekanntlich 36 oder erstmal 6 mal 6. Nordwand hat 27 Steine, 3 mal 3 mal 3, Südwand 37. Beide Zahlen sind zusammen 64 oder 8 mal 8. Was jetzt hier zum Ausdruck kommt, ist nichts anderes wie 6 ins Quadrat plus 8 ins Quadrat ist 10 ins Quadrat. Haben wir den originalen Satz des Pythagoras in der Königskammer verborgen. Das ist erstmal schon bemerkenswert, dass dieser Satz auf so eine ungewöhnliche Art und Weise in die Wände integriert worden ist. Wir haben die offizielle Geschichtsschreibung und wir haben eine inoffizielle Geschichtsschreibung. Die inoffizielle erzählt dann von Geheimgesellschaften, von Wissen, was unter der Hand weitergegeben wird, wo mutmaßlich Leute wie Leonardo dieses Wissen erforscht haben. Wenn wir Leonardos Schriften studieren, sehen wir, dass er alte Schriften gekannt haben muss. Wir finden die Blume des Lebens in seinen Schriften. Die Blume des Lebens ist ein uraltes, mystisches Symbol. Nicht nur in Ägypten ist es noch an einigen Tempelwänden zu finden. In seiner Gestalt verbirgt sich nichts Geringeres als die Blaupause der Schöpfung. In vielen Schöpfungsmythen wird davon geredet, dass am Anfang auch ein Klang da war oder ein Wort wie in der Bibel. Dieser Gedanke zog sich durch das Altertum und durch das Mittelalter, bis dann vor 400 Jahren Johannes Kepler das auf eine ganz neue Stufe gestellt hat. Auf den Spuren von Pythagoras beschrieb Kepler eine einheitliche Gesetzmäßigkeit des Universums. Mit Computermodellen können wir heute berechnen, dass Keplers Vorstellung von einer harmonischen Ordnung in unserem Sonnensystem nicht nur schöne Träumerei war. Bei dem Tanz umeinander formen Erde und Venus einen Fünfstern. Man kann natürlich heute nicht mehr naiv sagen, das hat der liebe Gott so gemacht, aber letztendlich
kann man es vielleicht schlauer formulieren, vielleicht ist der Unterschied aber gar nicht so groß. Ich gehe einfach davon aus, dass es im Kosmos etwas Schöpferisches gibt, was mehr ist als bloßes Naturgesetz und als bloßer Zufall. Wenn ich die Griechen nehmen würde aus der altgriechischen Bezeichnung Kosmos, heißt es sowohl Ordnung als auch vor allen Dingen Mensch. Über 200 erfasste Rhythmen gibt es allein im Körper, die alle aufeinander abgestimmt sind. Da spielt natürlich der Grundrhythmusgeber, die Sonne, eine Hauptrolle. Wenn die Sonnenwinde unser Erdmagnetfeld erreicht und unsere Ionosphäre, gibt es Erdmagnetfeldschwankungen, sodass sich damit auch die Feldstärke zwischen der Ionosphäre und dem Erdboden verändert. Und diese Feldstärke ist verantwortlich zur Ausprägung von unterschiedlichen biologischen Systemen. Wir wissen heute, dass die DNA zum sehr großen Teil inaktiv ist. Hier sind bei uns 97% inaktives Material, das davor liegt, was über Felder zum Beispiel aktiviert werden kann. Wie entstehen überhaupt Formen und Gestalten? Also die primären, gerade embryologischen Prozesse, aus denen die allerersten Formbildeprozesse hervorgehen, sind ja ein ganz großes und wichtiges Fragegebiet. Und da finde ich eben das Interessante zu sehen, wie aus einem Schwingungsprozess in einem einzelnen Wassertropfen Grundformen entstehen, die fundamental sind für organische Gestaltbildeprozesse, also wie hier zum Beispiel diese längsgestreckten Formen. Es ist ja eine Urformensprache in der ganzen organischen Welt. Das Grundmotiv von Evolution ist, dass ein wie auch immer zu verstehendes Lebewesen aus sich heraus eigentlich eine ständige Steigerung der eigenen Resonanzfähigkeit erstrebt. Und dass jeder Mensch in sich und für sich ganz alleine das erst finden muss, worauf er eigentlich in Resonanz gestimmt ist. Genau darum geht es bei den uralten Meditationspraktiken, sich in die Natur zu begeben, den Kontakt zu ihr herstellen und zu erkennen, dass wir alle Teil derselben Sache sind. Lebendig sein heißt resonanzfähig sein. Also das ist mir im Laufe der vielen Jahre, wo ich jetzt diese Arbeit mache, immer deutlicher geworden. Also das, denke ich, wird ein Begriff, der zunehmend an Wichtigkeit gewinnen wird zu einem grundlegenden Verständnis von Leben. Tausende Kassetten und kein Ende. Ich habe mich ins Hauptquartier von Nuoviso Filmproduktion in Leipzig geschlichen. Eigentlich hat Frank Höfer gar keine Zeit für mich, denn sein neuer Film steht kurz vor der Premiere und die Zeit drängt. Ist denn noch viel zu machen am Text, Frank? Für das Buch schon, ja. Ach, es gibt auch ein Buch, ja? Es gibt ein Buch zum Film, ja. Und da habe ich jetzt gerade erst begonnen, das Vorwort zu schreiben. Mal schauen, ob es ein Vorwort geben wird. Es ist ein Film, wie ihn wohl jeder Filmemacher gern einmal im Leben machen würde. Eine Reise zu den letzten Geheimnissen, die unser Universum für uns bereithält. Eine Reise in die Vergangenheit, eine Reise in die Zukunft der Menschheit. Und für Nuoviso-Fans ist klar, dieser Film ist ganz anders als die bisherigen Filme von Frank Höfer. Ich denke, die Beschäftigung mit ganz fundamentalen Sachen kann uns sehr viel weiterbringen, weil wir die jetzt nun wirklich schon viele Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte völlig außen vor lassen, weil wir glauben, auf dem Gebiet ist sowieso schon alles klipp und klar und das, da leben wir jetzt schon Jahrhunderte, Jahrtausende damit, mit bestimmten vermeintlichen Gewissheiten. Und die werden jetzt eben durch die modernste Quantenphysik und Computersimulation und Rechenleistung, die wir eben erst seit ein paar Jahren in der Lage sind zu leisten, völlig auf den Kopf gestellt und wir stellen fest, unsere Welt ist eigentlich doch ganz anders.
Alexander Lauterwasser hat zum Beispiel eine vibrierende Metallplatte genommen, das ist eine ganz mechanische Schwingung, und hat darauf einen Wassertropfen gepackt. Und wie von Zauberhand, muss man schon fast sagen, ist diese Kombination darin resultiert, dass auf der in Schwingung gebrachten Platte sich der Wassertropfen so verformte, dass er letztlich aussah wie ein Käfer oder wie eine Raupe. Bei anderen Schwingungen entstehen andere Muster, die von denen aber viele interessanterweise fast identisch in der Natur zu finden sind. Und da stellt sich zum Beispiel die Frage, ob da nicht ein Zusammenhang besteht, ob nicht womöglich Schwingung, was ja letztlich auch nichts anderes als Information ist, also etwas, was die Materie in seine Form bringt, und eben der Formvielfalt, die wir in der Natur finden. Also ich erinnere mich, ich habe in der Schule im Biologieunterricht bei der Frage, wie denn das Leben entstanden ist auf der Erde, gelernt. Da hat irgendwann mal ein Blitz in die Ursuppe eingeschlagen und auf einmal war ein Eiweiß, eine Aminosäure da. Und diese Uraminosäure hat dann alles weitere Leben erschaffen. Nun gut, es gibt aus den 80er Jahren Experimente, wo man diese Situation der Ursuppe und des elektrostatischen Feldes, was es vor Millionen Jahren auf dieser Erde gegeben hat, das hat man simuliert in den Forschungslaboren von Ziba Geigy und hat Spuren von Farnen oder Maissamen oder auch Fischeier eben diesen elektrostatischen Feldern ausgesetzt und sie sozusagen der Schwingung ausgesetzt, die vor Millionen oder Milliarden Jahren hier geherrscht hat. Ziba Geigy hat ein elektrostatisches Feld aufgebaut mit einer relativ hohen Feldstärke im Kilovolt pro Meter Bereich. Und diese Feldstärke entspricht im Grunde genommen den Feldstärkebedingungen, wie wir sie auf der Erde auch vorfinden, zumindest vorgefunden haben bei der Entstehungsgeschichte und Ausprägung von biologischen Lebewesen. Das Auffällige und Sensationelle daran war, dass unter diesem Feldeinfluss es eine Art Rückführung gegeben hat, dass sich sozusagen das befeldete Material erinnert hat an den Urzeitcode sozusagen, wie es genannt wird. Ziba Geigys erste Versuche wurde mit Mais durchgeführt. Man hat also Maiskörner genommen und sie sehr hohen elektrostatischen Feldern ausgesetzt, mehrere Tage. Man hat sie dann eingepflanzt und hat geschaut, was da rauskommt. Man war also überaus überrascht, dass nämlich daraus eine Ernte entstand, die wesentlich mehr Kolben trug als bei der alten Kultur, die sie hatten. Also Dieter Proers beschäftigt sich ja mit den Einflüssen von Sonnenstrahlung, von Sonnenaktivität auf uns Menschen. Größere Sonnenaktivitäten führen zu anderen psychischen Auffälligkeiten als geringere Sonnenaktivitäten. Dass man eben leichter gereizt ist, auch die Schlafqualität ist eine andere. Natürlich wirken sich diese psychischen Auffälligkeiten auch auf die Wirtschaftslage aus. Das weist zum Beispiel eine Studie der Federal Reserve Bank aus, dass die Zusammenhänge zwischen solchen psychischen Auffälligkeiten, die durch die Sonne verursacht wurden, das ist dabei wichtig, und dem Verkauf- und Kaufwert des Stockwertes einwandfrei sind, das heißt nachgewiesen sind. Man spricht von hochsignifikanten Daten. Und diese Zusammenhänge sind veröffentlicht worden und als Arbeitspapier ausgewiesen bei der Federal Reserve Bank. Die Sonnenaktivität steuert uns bis zu einem gewissen Grad. Sie bestimmt über unser psychisches Empfinden. Das ist kein hundertprozentiger Determinismus, weil ein bisschen spielt der freie Wille noch mit rein. Wir haben schon eine Wahl, wie wir auf diese Sonneneinstrahlung sozusagen reagieren. Aber die Rahmenbedingungen, die werden sozusagen durch die kosmische Strahlung vorgegeben. Unser Planet als Zelle im riesigen Körper des Universums und Wechselwirkungen, die weit über unseren Horizont hinausgehen. Epos Dei zeigt, nicht nur die Erde, sondern alle Planeten des Sonnensystems gehorchen den harmonischen Prinzipien des Kosmos. Wir haben zum Beispiel in dem Film den Hartmut Warm, der hat ein Computerprogramm geschrieben. Dort simuliert er die Bewegungen von Planeten und stellt die miteinander in Beziehungen. Und das hat er sich nicht ausgedacht, sondern er forscht lediglich
dort weiter, wo Johannes Kepler vor 400 Jahren aufgehört hat und 1600 Jahre vorher Pythagoras auch schon mal sich mit der Sphärenmusik beschäftigt hat. Dort finden wir eine ganz klar strukturierte Ordnung in unserem Planetensystem, die mathematisch gesehen auch nicht dem Zufall entsprechen kann. Markiert man alle 8 Jahre die Position des Mars, also immer dann, wenn sich ein voller 5-Stern zwischen Erde und Venus gebildet hat, zeigt sich, beide Planetensysteme stehen zueinander im Verhältnis von 5:4. Man kann natürlich heute nicht mehr naiv sagen, das hat der liebe Gott so gemacht. Aber letztendlich kann man es vielleicht schlauer formulieren. Vielleicht ist der Unterschied aber gar nicht so groß. Die Bewegungen von Jupiter und Uranus strukturieren sich im Laufe der Zeit nach der Ordnungsstruktur 6. Sie bilden ein Hexagramm. Man sieht hier jetzt zum Beispiel, dass sich jetzt ein zweiter 6-Stern formt, der sich gegenüber dem ersten etwas verschiebt. Also es ist eben so, dass nichts genau so stattfindet wie vorher. Also du meinst also, dass allen materiellen Sachen eine Idee zugrunde liegt? Eine Idee, ein Wort, ein Klang, ein Prinzip, das kann man nennen, wie man will. Ich glaube, gemeint ist immer dasselbe. Wir brauchen uns gar nicht darüber streiten, wer da recht hat. Ich glaube, im Kern haben fast alle Religionen recht, oder wenn nicht sogar alle. Sie benennen eine und dieselbe Sache, nur mit unterschiedlichen Namen, und streiten sich dann darüber, wer recht hat. Aber die letztendliche Sache ist, glaube ich, der Geist oder das Bewusstsein, und dann formt sich daraus erst die Materie. Ortswechsel. Und da werde ich auch schon empfangen vom Tonmeister. Kommen Sie doch rein. Das Leipziger Tonstudio Bromologic. Patrick, der Herr über die 1000 Regler und Knöpfe, hat heute gute Laune. Denn diesmal muss er keinen langweiligen Industriefilm vertonen. Langweilig wird es sowieso kaum mit Novo-Viso, denn Frank Höfer ist anspruchsvoll. Okay. Okay. Die Blume des Lebens ist ein uraltes mystisches Symbol. Nicht nur in Ägypten ist es noch an einigen Tempelwänden zu finden. Auch in anderen Hochkulturen galt es als heilig. In seiner Gestalt verbirgt sich nichts Geringeres als die Blaupause der Schöpfung. Ja. Aber der erste Satz, das Mystische, hat ein bisschen gepfiffen. Den müssen wir nochmal machen. Oder komplett nochmal. Nochmal. Dann hebt's auf, falls mir das nie wieder so gelingt. Ja, nochmal. Die offizielle Geschichtsschreibung ist immer öde und langweilig. So, und dann, weil wir spüren, dass ein Puzzleteil fehlt. Wir haben die offizielle Geschichtsschreibung und wir haben eine inoffizielle Geschichtsschreibung. Die inoffizielle erzählt dann von Geheimgesellschaften, von Wissen, was unter der Hand weitergegeben wird, wo mutmaßlich Leute wie Leonardo dieses Wissen erforscht haben. Wenn wir Leonardos Schriften studieren, sehen wir, dass er alte Schriften gekannt haben muss. Wir finden die Blume des Lebens in seinen Schriften. Die Blume des Lebens ist ein uraltes, mystisches Symbol. Nicht nur in Ägypten ist es noch an einigen Tempelwänden zu finden. In seiner Gestalt verbirgt sich nichts Geringeres als die Blaupause der Schöpfung. Hallo Mirko, du bist die Filmstimme. Könnte man so sagen, ja. Könnte man so sagen, wie klingt eine Filmstimme? Eine Filmstimme klingt zum Beispiel: in einer seiner berühmtesten Skizzen bildete Leonardo da Vinci. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und gleich. Okay. Wir wollen nicht zu viel verraten. Nein, nein, wir wollen auf gar keinen Fall den spannenden Inhalt verraten. Ich filme das auch mal hier so kurz ein bisschen ab. Und du hast also hier ein Mikrofon, daneben ist dein Bildschirm. Und musst dich eigentlich sehr konzentrieren? Selbstverständlich. Und die Herren sind sehr, sehr streng. Lass dir Zeit. Es ist Information. Genau. Mehr Zeit. Die erste Doku mit viel, viel Zeit. Ja. Genau. So ein bisschen so, so Galileo-Mystery-mäßig. So, kann ruhig übertrieben sein. So, bist du soweit? Ja.
Gut. Und läuft. Nicht nur in Ägypten ist es noch an einigen Tempelwänden zu finden. Auch in anderen Hochkulturen galt es als heilig. In seiner Gestalt verbirgt sich nichts Geringeres als die Blaupause der Schöpfung. Jo. Ja, war gut. Okay. Gut. Hat auch nichts gepfiffen? Nö. Wie lange sitzt ihr eigentlich schon hier? Seit heute früh 6:30. Ration. Das ist unser Frühstück, ist immer noch hier. Ja, es dauert schon eine Weile, bis so ein Film fertig ist. Seit einem Jahr arbeiten Frank Höfer und sein Team an Epos Dei. Auf ein paar Stunden mehr oder weniger kommt es da beim Vertonen auch nicht mehr an. So. Und 27 in haben wir im Fußboden. Damit wird der Fußboden schon zu einem heiligen Weg. Etwas, was unserer Vorstellung von Mathematik gravierend übersteigt. So, jetzt haben wir hier die Grafik, die an diese Stelle gehört, heute gerade frisch reinbekommen. Und dann stecken wir die doch mal dahin. Und der Sarkophag steht selbst wieder auf einem Stein, der auch nochmal ein eigenständiges Gefälle hat. Und dieses Gefälle ist 1/264, sind umgerechnet 0 Grad 13 Minuten 1,3 Sekunden. Wir haben also diese ominöse Zahl 13 da im Spiel. Bei anderen Völkern spielt die 13 immer einen positiven Effekt, eine geistige Schwelle zu übertreten. Und diese geistige Schwelle beinhaltete, etwas abrupt neu zu akzeptieren, etwas zu verstehen, einen Übergang, was das bisher irdisch-materielle in Schatten stellt. Wenn man alles genauer betrachtet, sieht man, es gibt solche Verflechtungen mit Maßen, mit Zahlen, die immer wieder auftauchen. Es ist wie ein homogenes Konzept, wo man sagen muss, es ist schon Sternenmathematik. Die in dem Film Epos Dei angesprochenen Themen ergeben einfach in der Summe, wenn man sich die Zeit nimmt, mal drüber nachzudenken und ein bisschen das auch setzen zu lassen, war es zumindest bei mir so, und ich kenne auch viele andere, bei denen das so ist, dass sich eine gewisse Erkenntnis daraus formiert. Die ist auch noch nicht ultimativ, aber die geht in eine bestimmte Richtung. Und das ist mein Ziel, so ein bisschen dieses Bewusstsein mit zu ebnen. Filme machen ist schon ein echter Knochenjob. Ich bin jedenfalls froh, dass ich die beiden nun endlich weiter arbeiten lassen kann. Die Premiere findet noch diesen Monat statt. Wird es Frank Höfer gelingen, den Termin einzuhalten? Wir bleiben dran. Ihr sitzt doch nicht wirklich schon seit 6:30 hier. Ach, wir sitzen hier zwei. Was ist Geist? Was ist Leben? Wie werden Lebensprozesse gesteuert? Wie funktioniert unser Bewusstsein? Ist das einer physikalischen Beschreibung zugänglich? Diese Fragen habe ich mir eigentlich schon in der Jugendzeit gestellt. Und die haben mich mein ganzes Physikstudium hindurch begleitet. Und das ist halt immer wichtiger geworden, thematisch. Wir begleiten Dr. Michael König im Februar 2011 auf seiner Vortragstournee durch Deutschland. Erstmalig präsentiert er seine Urwort-Theorie, die er in seinem neuen Buch über die Grundlagen der spirituellen Quantenphysik ausführlich beschreibt. Seinen Wissensdrang verspürte Michael König bereits als Jugendlicher. Andere hatten halt irgendwelche Fußballstars in ihrem Zimmer hängen oder Popstars. Bei mir hing Albert Einstein. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Zwei große Fragen beherrschen nach wie vor die physikalische Grundlagenforschung. Die eine Frage ist, was sind Teilchen? Was haben die für eine innere Struktur? Wie kann man die beschreiben?
Und die andere Frage, was sind die grundlegenden Kräfte, die zwischen Teilchen wirken? Da ist man seit vielen Jahrzehnten auf der Suche nach einer einheitlichen Theorie. Sie können sich den Elementarteilchenphysiker vorstellen wie jemand, der einen alten Wecker in der Hand hat. Er will wissen, wie das da drin aussieht. Und dann denkt er sich, wenn ich schon kein Werkzeug habe, das aufzumachen, dann schmeiße ich das mal mit voller Wucht an die Wand. Und dann schaue ich, wie links und rechts die Zahnräder durch die Gegend fliegen. Und dann kann ich zurückschließen auf die ursprüngliche Gestalt. Genau das machen Elementarteilchenphysiker in solchen Beschleunigeranlagen. Und da zeichnen sie dann die Spuren der Bruchstücke auf, der Teilchen, die bei solchen Kollisionsexperimenten entstehen. Der physikalische Mainstream favorisiert seit mehreren Jahrzehnten die sogenannte Stringtheorie, wobei das keine einheitliche Theorie ist, sondern eigentlich ein Sammelsurium verschiedener Theoriedialekte. Da werden dann mehr oder weniger willkürlich neue Dimensionen eingeführt, um irgendwelche Teilcheneigenschaften da reinzupacken. Außerhalb des Mainstreams, der vorzugsweise die Stringtheorie favorisiert, gibt es noch zwei ganz interessante Theorien. Die eine stammt von dem französischen Physiker Jean-Émile Charon. Er hat angenommen, dass Teilchen wie zum Beispiel das Elektron eine innere raumzeitliche Struktur besitzen. Und aufgrund dieser metrischen Verhältnisse innerhalb eines Teilchens war er in der Lage, Teilcheneigenschaften zu berechnen, zum Beispiel die Masse, die Ladung und andere quantisierte Eigenschaften von Teilchen. Jean-Émile Charon schlussfolgerte aus der Einsteinschen Relativitätstheorie heraus, dass Elementarteilchen mit einer messbaren Masse den Raum um sich herum krümmen müssten. Und auf dem Wege kommt man dann zu Modellvorstellungen, mit denen man sowohl die biologischen Steuerungsprozesse in Zellen beschreiben kann, als auch Modelle für das Bewusstsein erstellen kann. Neben der komplexen Relativitätstheorie des französischen Physikers Jean-Émile Charon entwickelte der deutsche Physiker Burkhard Heim unabhängig von Charon eine eigene Theorie, die mehr Dimensionen vorsah als die uns bekannten vier Raumzeitdimensionen. Beide haben auf sehr ähnliche Weise weitere Dimensionen eingeführt in die mathematische Beschreibung. Also hier kommt der Begriff der Transdimensionen ins Spiel. Es gibt also mehr räumliche oder raumzeitliche Strukturen als unsere äußere Raumzeit. Burkhard Heim gehörte sicherlich zu den außergewöhnlichsten Physikern des 20. Jahrhunderts. Eine Explosion kostete ihn schon frühzeitig beide Hände und den Großteil seines Seh- und Hörvermögens. Sein körperlich versehrter Zustand zwang Heim, sich vorwiegend theoretischen Fragestellungen der physikalischen Grundlagenforschung zuzuwenden. Heim hat ähnlich wie Charon auch vier weitere Dimensionen in Betracht gezogen und zu seinen letzten Arbeiten gehörte der mathematische Nachweis und die Herleitung eines Hyperraums. Wir haben also jetzt hier unsere äußere Raumzeit, unser Universum und hier diesen Jenseitsbereich, diese inneren Raumzeiten, wo alle Erinnerungen, Bilder abgespeichert sind. Also in der Mystik würde man dazu Akasha-Chronik sagen. Und die Materie ist genau dazwischen. Also Elektronen projizieren innere Bilder auf die Außenwelt. Das wäre die Manifestation. Und dann haben wir auch noch die kreative Komponente, dass wir innere Bilder zu manifestieren suchen. Zumindest wenn wir kreativ sind, ja. Also ein Künstler, innen hat er das Bild schon vor sich und dann lässt das Gestalt werden. Ja. Es gibt auch experimentelle Beobachtungen, die darauf schließen lassen, dass dieser Hyperraum tatsächlich existiert. Aufbauend auf den Ergebnissen Heims und Charons entwickelte Dr. Michael König die Urworttheorie. Sie beschreibt die fundamentalen Prozesse des Hyperraums. Burkhard Heim hat zunächst diesen Hyperraum nur entdeckt aus mathematischen Formalismen heraus, konnte aber keine weiteren Aussagen über seine innere Struktur machen. Und da setzt jetzt meine Urworttheorie an. Ich habe jetzt in meiner Arbeit gezeigt, wie jetzt dieser Hyperraum mit den anderen
raumzeitlichen Strukturen, in denen sich unser Leben abspielt, wieder damit verbunden oder verschränkt ist. Erschaffen wir unser Bewusstsein? Oder erschafft unser Bewusstsein uns? In den einzelnen Elektronen könnten nach der Urwort-Theorie die Informationen für unseren physischen Körper samt unserer Veranlagungen und Charaktereigenschaften bereits veranlagt sein. Gedanken der Liebe, das stärkt, ja, das erfüllt uns mit Licht, mit Kraft, mit Lebendigkeit. Menschen, die viel lieben, sind lebendig. Das hat alles physikalische Gesetzmäßigkeiten. Ich sehe eben auch diese Chance für uns Menschen, in dieser dramatisch sich verändernden Welt auch einen großen Quantensprung zu machen in der individuellen Entwicklung. Die Chancen dafür waren noch nie so groß wie jetzt. Hallo, Herr Schäuble. Warnung! Unautorisierte Meinungsäußerung. Ihr Gesicht wird gespeichert. Ihre Identität wurde gespeichert. Scheiß Überwachungsstaat. Schon wieder beim Schimpfen erwischt worden? Das muss nicht sein. Probieren Sie es jetzt mit Flüstern. Flüstern, damit Sie auch weiterhin Ihre Meinung sagen können. Psst. Die Besonderheit der Kalendersysteme der Mayas sind insbesondere dadurch interessant, dass sie kein offenes Zählsystem haben, sondern immer ein geschlossenes Zählsystem haben. Das definiert sich dahingehend wie bei einem modernen Navigationssystem. Das funktioniert nur insofern, weil eben zwei Bezugspunkte, ein Startpunkt, ein Ausgangspunkt und ein Zielpunkt gegeben ist. Das sind Teilschritte. Die Zeit definiert sich in unterschiedlich wichtigen Teilschritten. Die natürliche Zeitmessung des Zolkin- und des 13-Monde-Kalenders basieren auf den Zahlen 13 und 20. Diese Kodierung steht in direkter Resonanz mit der Sonne, der Erde und mit uns Menschen. Aus der Kombination der 13 Kräfte der Manifestation mit den 20 Stufen der Evolution bildet sich die Matrix des Zolkin, welche aus 260 sogenannten Kins besteht. Wir können dem Zolkin unterschiedliche Dehnungszonen oder unterschiedliche Räume zuordnen. Die Mayas kannten insgesamt 9 solche Zuordnungsgrößen. Das heißt, wir können jedem Kästchen jetzt zum Beispiel 18 Tage zuordnen oder ein Jahr oder 20 Jahre oder 400 Jahre oder 8000 Jahre. Bis wir letztlich 9 verschiedene Größen erreicht haben. Jede dieser Unterwelten der Schöpfung steuert eine essentielle Stufe der Bewusstseinsentwicklung. Die erste Unterwelt, der erste Zyklus des Zolkin war gigantisch. Und in dieser Unterwelt ging es dem Leben darum, eine physische Schöpfung aus diesem Quantenschaum heraus zu generieren, zu manifestieren. Die Erde als Schöpfungsbühne war das materielle Ziel dieses ersten Zyklus. Die biologische Zelle ist die Verwirklichung des spirituellen Ziels, der Idee sozusagen, welcher dieser Evolutionszyklus zugrunde liegt. Jetzt bauen wir aus Einzellern Säugetiere. Jetzt starten wir die nächste Evolutionsstufe, die dritte Unterwelt. Vom Vielzeller, die harmonisch, kohärent zusammenleben, zu einem Familienbewusstsein. Mehrere Säugetiere, die zusammen ein Familiengefühl, ein Familienbewusstsein entwickeln. Jetzt wieder in einem 20stel der Zeit, in nur 2 Millionen Jahren, wo mehrere Familien miteinander eine Sippe bilden, ein Bewusstsein. Und dafür ist jetzt der Homo sapiens erschaffen worden.
Vor 104.000 Jahren begann dann die regionale Unterwelt mit dem Ziel, gesellschaftliche Strukturen und Kulturen aufzubauen, regionales, mystisches Bewusstsein im Einklang mit dem physischen Leben und mit dem geistigen Leben. Auch hier wieder, das letzte 20. wird erreicht, wieder ein Bewusstseinssprung vor 5.200 Jahren, die nationale Unterwelt begann. Und das, was wir offiziell Geschichte nennen, begann da. Im letzten Himmel der nationalen Unterwelt wurde Gott immer mehr durch die Wissenschaft und durch Technologie ersetzt, was uns zwar gewaltige Macht über die physische Welt brachte, aber zu einem entsetzlichen Preis. Die einseitige Entwicklung, während der sich unser Geist immer tiefer in der Materie verlor, beschleunigte sich nun dramatisch. Die intuitive mythologische Verbindung mit der Natur und dem Kosmos, welche die Menschheit noch in der fünften Unterwelt besaß, wurde ersetzt durch die analytische Intelligenz, die wir bis an die Schmerzgrenze ausreizten. Und wieder kommt der Punkt vor 256 Jahren, wo die nächste Evolutionsstufe beginnt. Aus der nationalen in die planetare Unterwelt. Die Rothschild haben ihr Machtimperium aufgebaut. Dann hatten wir kurz darauf amerikanische Revolution, Unabhängigkeitserklärung, französische Revolution. Plötzlich wurden die Nationen total demontiert. Die Rothschild haben es geschafft, durch ihre ganze Struktur sehr viel umzuwandeln, mit einer der wichtigsten Erfindungen, nämlich das Geldsystem einzuführen, das Gold zu horten und dafür Schuldscheine auszugeben. Heutzutage gibt es kein Land mehr oder kaum mehr ein Land, welches nicht eine Nationalbank besitzt, der vom Rothschild-Clan in irgendeiner Weise kontrolliert wird. Es gibt keine unabhängigen, freien Länder mehr auf diesem Planeten. Alles ist strukturiert über diese Krake. Eine weitere Erfindung dieser Globalisierungsindustrie sind Atomkraftwerke. Denn wir haben einen verseuchten Planeten mit chemischen Elementen, die es zuvor in der Natur gar nicht gab. Und natürlich der Wahnsinn des Krieges, der in dieser Form erst auch in der planetaren Unterwelt immer mehr gesteigert worden ist. Wie Tolstoi schon gesagt hat, solange es noch Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Das ist ein Riesenverbrechen an Leben dieses Planeten. Ein anderes Resultat unserer heutigen planetaren globalen Gesellschaft ist Müll. Wo man hinschaut, wo man hinblickt. Hier ist eine Grafik von all dem Elektroschrott, was um die Erde kreist. Also wir haben nicht nur das Wasser verseucht, die Erde verseucht, die Luft verseucht, nein, wir verseuchen auch noch den Weltraum. Das ist das globale Gehirn. Eine dreidimensionale Darstellung des Internets. Mit den Hauptsurfern, großen Providern, wie das alles verflochten ist. Und das ist die Auswirkung der Evolution der planetaren Unterwelt. Jetzt der nächste Faktor, das Jahr 2000. Was zeichnet die neue galaktische Unterwelt aus? Der Krieg gegen den Terror, den nächsten Weltkrieg. Unter diesem Weltkrieg wird in großen Schritten diese neue Weltordnung, wie sie heute gewollt ist, von den bestehenden Herrschern, von den bestehenden Strukturen initiiert. Das heißt, das, was über Jahrhunderte hinweg der Mensch mühsam aufgebaut hat, dass jeder Mensch in jeder Nation bestimmte Rechte hat, wurde hier in diesem Moment ausgehebelt. Innerhalb der neunten universellen Unterwelt wollen wir jetzt ein universelles Bewusstsein integrieren. Das heißt, unser Bewusstsein völlig zu verwandeln, in ganz andere Welten eintauchen zu können. Das heißt, alles, was uns bis jetzt nicht sichtbar ist, sichtbar zu machen. Was ich sehr allgemein erwarte, dass wir in einen äußeren zeitlichen Prozess einmünden, wo wir alle diese Reduktionen allmählich wieder aufheben können, weil wir bestimmte Entwicklungsprozesse erreicht haben.
In den letzten Jahrhunderten war es wichtig für die kosmische Evolution, dass wir unseren Geist vollständig in die Materie eingruben, bis zum dichtesten Punkt der Schöpfung, an dem wir schließlich festgestellt haben, dass die Materie nichts anderes ist als Energie oder besser gesagt kristalliner Geist. Also es deutet einiges darauf hin, dass wir in dieser begrenzten, fast tierischen, dreidimensionalen Realität zwar notwendig vorübergehend reduziert war, die sich aber aufgrund der erreichten Entwicklungen allmählich wieder aufheben dürften. Also eine vollkommen andere Realität unserer Wirklichkeit deutet sich also an.